Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute machen wir eine göttliche Wohlfahrtsfahrt. Wir fahren jetzt zum Dorfheizer nach sonst wo. Ich habe schon wieder das Dorf vergessen. Wird geisteskrank. Wir haben geile Spots, eine geile Karre, geile Typen, geiles Wetter. Seid gespannt, wird ein cooles Video. Das wird so eine Mischung aus Thüringen auf die Landkarte bringen und Probefahrt einer Supermoto. Ich bin gespannt, wir fahren jetzt hin. Wir müssen noch ein bisschen Autobahn heizen. Na schön, bis gleich. Viel Spaß, let's go. Wir machen gerade Verfolgungsfahrt, bei denen ist nämlich die Tür offen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ist das gefährlich. Digga, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ja, wir halten mal an. Geh mal hinter Gott. Sag ihm das mal, dass die Tür offen ist. Junge, Junge. Scheiße. What the fuck, Alter? War's gut so, ja? Nee, nee. Wir haben gerade auf der Auffahrt gesehen. Alles klar, alles gut, ciao, ciao. Alter. Da wäre jetzt was passiert, hätten wir jetzt nicht gesagt, die Tür wäre offen. Das wäre alles rausgeflogen. Komm, Fabian, renn! Oh nein! Oh Gott. Eine gute Tat. Komm drauf. Das ist viel zu gefährlich hier gerade. So, nach Rettungsaktion und tausender Verfahren und fast auf die Fresse gefallen und gefriere, sind wir nun angekommen. In Altenbeichling, da ist die Kirche, die besagte. In dieser Kirche werden wir uns gleich umschauen. Das ist die Überraschung und da steht Noah, Junge. Noah, die geile Sau. Hey, Bruder. Und da ist die fette W da. Hä? Ja. Oh, Digga, ich muss jetzt ankommen, ich friere wie ein Schwein. Oh, Alter, ist das kalt. Jo, Ken. So meine lieben Freunde, wir machen jetzt erstmal einen schönen Ausflug, bevor wir die geile Beta hier vor uns testen vom Dorfheizer. Der führt uns jetzt ein bisschen durch sein Dorf hier. Das ist auch die coole Geschichte, die wir machen wollten, mit Thüringen auf die Landkarte bringen, dass wir vielleicht immer mal jemand haben, der uns ein, zwei geile Spots zeigt. Und das machen wir in dem Video nämlich so. Und jetzt fahren wir links hoch, da ist ein schönes Dorf und da ist diese geisteskranke Kirche. Die ist in Neugotik-Stil erbaut, guckt das euch mal an. Völlig wahnsinnig. Und Noah zeigt uns heute die Kirche von innen. Wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, hier reinzukommen. Aber was will man jetzt machen? Wir die, ach so, hier abstellen. Junge, das sieht völlig verrückt aus. Wir gehen jetzt mal mit Noah rein. Geisteskrank, dass er uns das hier ermöglicht. Wir können doch jetzt nicht mit dem Moped in die Kirche rein. Chance, steigen wir ab. Na gut, dann fahren wir mal mit der Supermoto in die Kirche. Junge. Alter. Krass. Ich fühle mich gerade wie in Assassin's Creed. So, wir gehen jetzt ins Gotteshaus, hier in diese geisteskranke Kirche mit Noah. Da ist Noah, der Dorfheizer. Der bietet uns jetzt die einmal Gelegenheit, hier reinzugehen und uns das mal anzuschauen. Wir behandeln das natürlich mit Respekt. Also wir filmen ein bisschen mit, schauen uns das an. Da hat nochmal kein Geigel drin machen. Ne? Das ist ein hohes, heiliges Haus. Da machen wir einen ruhigen. Aber hier gibt es ein, zwei coole Geschichten, die Noah uns erzählt. Ne, Noah? Hi, Noah. Ja, noch mit Freimaurern und sowas. Ja, es wird krass mit Freimaurern, Zeichen. Und wir gehen aber erstmal hoch zum Ausblick, um uns eine Übersicht zu erschaffen. Kommt mit, folgt uns einfach. So, so sah die mal aus. Ja, genau. So sah die Kirche mal aus und dann innerhalb von ein paar Wochen oder so haben sie die wieder komplett so aufgebaut, wie du sie jetzt hier siehst. In ein paar Wochen haben sie die dann so hochgezimmert. Und bei den paar Wochen, wie gesagt, war also Freimaurer dabei.
Schönes erzählen. Ich erzähle dir was Schönes und gehen wir mal hoch. Ich war gespannt, ey. Fabian. Geh hoch nur. Oh, deswegen ist hier nur so eine Wendeltreppe. Ja, wenn du willst, nicht hoch. Ja. Erinnert mich ein bisschen ans Hochwasser, die Hochwasser-Challenge. Das stimmt. Oh, jetzt riecht es hier wieder. Oh, schön nach dem Motorkeller. Junge, Junge, ganz schön dunkel hier, ne? Ja, dunkel und kalt immer in diesen Gewölben. Kopf einziehen. Kopf einziehen, ach du Scheiße. Oh Gott, so. Junge, ich darf nicht auf die Kamera klatschen. Ich muss gucken, wo sie hochgeht. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Alter. Was ist mit denen hier gelandet? Ist das das Uhrwerk? Das ist das Uhrwerk, ja. Junge, zeig euch mal das Uhrwerk. Das ist ja übelst Assassin's Creed. Ja, man hört richtig, wie es klackt, ne? Digga, das Uhrwerk. Und da sind da oben die Uhr mit Gewichten verbunden. Und dann musst du wirklich jedes Wochenende, also jedes Ende der Woche, musst du hier die allen drei aufzerren, die ganze Zeit. Und denken wir, das ist übel einfach, so eine Rolle aufzuziehen. Aber nach der halben kennst du schon gefühlt nicht mehr. Das ist schon krank. Da machst du richtig Armtraining. Sieht aus wie so eine Sohnmaschine. Da darf kein Finger rein. Nee. Aber krass, die Technik, gell? Riesending. Und da gehen wir jetzt hoch. Da gehen wir jetzt hoch. Na dann, mach das Ding zu. Und dann, ah ja, die Treppe ist neu gemacht. Die ist neu gemacht. Das sehe ich. Das sind jetzt beim 103 Kilo Kampfgewicht. Aber dünne. Alter. Oh mein Gott. Die war aber richtig dünn. Digga, warum sind die Stufen so dünn? Yes. Komm ich überhaupt lang? Du musst aufpassen, irgendwo ist eine Platte, da kannst du runterfallen. Also. Wie? Wo ist eine Platte? Also wie, da kannst du runterfallen? Ich weiß, warum. Wie meinst du das jetzt? Alter, ich zieh da ganz nicht. Die Stühle drauf stehen da nicht, also außen gehen. Warum liegt dieser riesen Stein? Der ist für die Tür. What the fuck? Alter! Junge! Junge! Wo nicht drauf treten? Da, ja, wo der Stuhl steht. Guck dir den an. Ich fühle mich irgendwie wie so ein Lost Place hier. Digga, mach die Tür zu. Das zieht. Mach die Tür zu, ist klar. Ah! Da kannst du auch hoch rausgucken. Warte, wir gehen jetzt mal hier raus. Oh mein Gott, ist der Balkon klein. Junge, Junge. Krass. Ich gehe nicht weiter. Ist das hoch? Ist das hoch? Keine gute Kombination mit übelst unterzuckert und. Hier oben sieht man dann eine Glocke. Alter, ich zitter ganz manns, ja. Gell? Wo ist die Glocke? Ach, da. Na, no. Oh, krass. Warum ist hier noch? Na komm, guck mal das uns hier nochmal an. Oh, hier kommt jetzt wieder raus, gell? Ja. Hier kannst du auch noch dazu sagen, wenn hier jetzt irgendwelche Anlässe sind. Moin Jungs und Mädels, ich spreche das mal hier nach, weil es war einfach zu windig. Noah hat gerade erzählt, dass wenn irgendwelche Anlässe sind in der Kirche, dass da wirklich einer steht und 3 Minuten lang an diesem Seil zerrt, was übel anstrengend ist. Jetzt seht ihr gerade, wie wir rausgehen. Man hat es einfach nicht verstanden, die Tonqualität war zu mies, weil es da oben so gezerrt hat, ihr habt es gesehen. Und ich habe auf jeden Fall übelst Höhenangst gehabt und war mega unter Zucker, deswegen habe ich so gezittert. Naja, gut, es geht weiter. Da wird selbst der starke Tim zum Weichei. Alter, ich hasse Balkons, die so niedrig sind. Und Alter! Ja, na, weil ich bin völlig starrt von der Fahrt jetzt. Doch, jetzt geht's mir wieder besser. Guck dir mal hier die Treppe an, da willst du nicht hoch. Vor allem erzählt dir hier darfst du nicht drauflatschen, weil hier es nach unten geht, wenn du drauf gehst. Krass. Ich glaube, ich muss deine Aufnahmen benutzen, ich zitter wie ein Stück Scheiße. Ah, die Aussicht ist fett.
die Arme durch das Fett. Nein, Digga. Scheiße. Nicht fluchen, um Gottes Namen. Nein, machen wir nicht. Stimmt. Oh mein Gott, tut mir leid. Es tut mir leid. Oh nein, es tut mir wirklich leid. Also das war so ein kranklustiges Video, das habe ich jetzt schon. Naja, das ist jetzt... Ob das so lustig ist? Wo geht's denn hier rein? Oh, hier ist das Dach? Das von der Kapelle. Unten, also hier unten, auf jeden Fall unten drin sitzen dann halt die ganzen Leute. Hier ist direkt über uns zur Orgel. Was? Die haben hier einen Freimaurer. Also die Freimaurer haben hier mitgemacht. Und die Freimaurer haben doch hier dieses Illuminatenauge. Ja. Und das sieht man unten dann nochmal im Altar. Und hier oben, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo sollen auch irgendwelche Zeichen sein, dass hier mit Freimaurer am Werk waren. So, jetzt gehen wir wieder runter. Karo beruhigt sich langsam. Ich gehe. Fabian geht vor. Danke dir nochmal, Bruder. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Also was Wahnsinniges habe ich noch nie gesehen. Pfeifen. Wir erzählen hier. Das wollte ich auch gerade spielen. So. Und alle meine Engine spielen? Ja. Kannst du setz schon hin? Darf ich mal alle meine Engine spielen? Oder bin ich dann verflucht? Nee, das ist nicht. Ich sitze einfach an einer Orgel. Oh mein Gott. Ist das laut? Oh mein Gott. Kann man es leiser stellen? So lustig. Aber wer das spielt, na gut, ist das jetzt schwieriger, ist das schwieriger jetzt wie ein Klavier? Ja, ja. Du hast ja unten auch noch Pedale. Ja. Also bald ist hier wieder ein Konzert, da spielen sie alles, von AC/DC bis, da ist alles dabei. Digga, deine Hochzeit machst du hier. Stimmt. Kannst hier machen. Ey, das ist wirklich. Das können wir einrichten auf jeden Fall. Also Schatz, in eineinhalb Jahren können wir hier heiraten. Hier ist die größte Orgelshow am 30. April, hier in der Kirche. Wer Tickets braucht, meldet sich auch bei meiner Mutter. Wer Tickets braucht, hier unten, per Telefon oder WhatsApp. Ich war Hofmann. Ja, lohnst du was? Na, es gab mal einen Gang zu erzählenden Geschichten. Da zum Schloss, wo wir dann auch noch hinfahren, führt hier von der Kirche zum Schloss Beichling Gang, aber den haben sie zugeschüttet. Aber mehr weiß ich da jetzt auch nicht, aber es ist schon crazy, was hier früher los war. Also hier gibt es einen Gang zu dem Schloss Beichling, da fahren wir auch gleich mal hin. Der führt rüber von der Kirche unterirdisch zu Beichling und auch zum Grab des Grafens, ne? Genau. Hm. Nee, Grafengrab nicht. Nee, nur zum Schloss, so rum. Geht ja, nur zum Schloss. Gefragt, weil ich gestern auch nicht wusste. Ja, aber guckt euch das mal an. Boah. Gehen wir weiter vor. Hier ist Illuminatenauge. Sind wir ja an der richtigen Stelle. Oh, guck mal, wie das da durchleuchtet. Wahnsinn. Hier wirkt die Orgel noch mal viel größer, finde ich. Von hier. Jo. Krass. Ja, gucken wir mal weiter. Ich war noch nie so nah an so einem Altar. Ehrlich. Und hier ist das Auge. Das ist ja das Freimaurerauge. Das weiß ich. Hey, krass. Das ist in ganz wenigen Kirchen. Was hier ist Freimaurer, Illuminatenauge. Und du siehst ja hier vom Auge noch einen Schein. Ja. Und der Schein soll laut Sage zu einem Schatz führen. Also zu irgendwo, was ganz besonders ist für die früher gewesen. Hm. Also nach links. Na genau. Also der Schein da an dem Auge, der
guck nach links. Okay. Schalt nach links und da soll irgendein Schatz sein. Vielleicht ist es hier in dem Altar drin, der Schatz. Den machen wir nicht auf. Ha? Den machen wir, den lassen wir in Ruhe lieber. Stimmt, ist im Altar der Schatz. Ja, wahnsinnig. Sieht richtig schön aus. Wahnsinn. Na gut. Haben wir uns das Haus angeguckt, schön. Also wie gesagt, kommt zu diesem Orgelkonzert. Wenn ihr die Leute hier unterstützen wollt, ja, das ist echt Wahnsinn. Es gibt auf jeden Fall noch Karten, sagt Noah. Also wer Bock hat und sich das mal anschauen will, hier in dieser wahnsinnigen Kirche. Also wirklich, richtig schön hier. Auch wenn wir es ein bisschen späßig gemacht haben, aber das sollte man schon alles hier ehren und mit Demut begegnen. Also liked schön das Video, damit wir die YouTube-Einnahmen wieder ausgleichen. Ich hab auch noch was. So. Ach, du ahnst es nicht. Was denn? Fällt mal da drauf. Was ist denn da drauf? Das ist der Kellereingang. Da geht's runter. Junge. Alles klar. Also, unten Licht, da brauchen wir eigentlich nicht reinfilmen, oder? Ist da Licht? Da ist Licht, ja. Da ist Licht, dann geht's rein. Dann geh erstmal rein, mach Licht an. Ja, falls du zuerst gefressen wirst. Also wir gehen jetzt nochmal in den Keller. Also richtig Digga, Junger, du gehst zuerst. Oh mein Gott. Ja? Oh, Alter, ja. Junger. Wie soll ich jetzt mit meinem los. Ding hier rein? Runter da. Oh nein! Da ist ein Sarg drin. Wirklich? Da ist ein Sarg drin. Wie? Das hat doch nichts in meinem Leben vorgesehen. Digga, wir können doch jetzt kein. Ach du. Liegt da einer drin? Ja, auf gar keinen Fall, das ist eine Show. Wie, das ist eine Show? Und das ist der Kirchenkeller. Ja. Na gut. Hier ist eine Schatztruhe. Was ist denn das? Weißt du, was das ist? Ja, den schon. Da ist nicht drin. Hier riecht schon die Wärme und gleich kommt's raus. Vielleicht geht die Tür zu und die ganzen Lichter gehen aus. Und irgend so eine Stimme schreit. Holz ist lieber. Ja, gut. Oh, riech mal. Oh. Hier war auch irgendwas, das haben sie zugemacht. Vielleicht war das der Durchgang zum. Ich weiß nicht, aber ich denke, das war da, wo der Teppich geklebt hat. Also sie haben den Durchgang zugemauert, vielleicht ist das der Durchgang, der zum Schloss führte. Liegt ja Geocache, Alter. Kann schon sein. Was? Geocache. Wirklich? Ja. Hey. Geocache-Spot. Das hat mein Onkel immer gemacht. Machen wir auf? Oder darf man das nicht? Ich weiß nicht, da ist so keine Überraschung. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oh nein, wir haben Geocache. Geocache. geleakt. Okay, gehen wir mal wieder raus. Junge, crazy, motherfuck. Komm, oh. Das sieht schon mega aus hier. Das ist ein Prachtexemplar. So, wir sind beim lieben Dorfheizer und gucken mal, wer hier ist. Jo, hallo. Du kleine Maus. Hier sind die geilen Maschinen. Fette Simmer. Hab die gerade noch in Aufbereitung. Eine schöne Cross. Noch eine Simson. Und Quarlys Traktor. Geil. Eine fette Suzuki. Ah, sieht man nicht ganz, ne? Ah, krass. Schick. So, meine lieben Freunde, wir durften jetzt die Gastfreundschaft des Hauses Noahs genießen. Der Noah hat uns zum Kaffee und Kuchen eingeladen, weil wir vorhin gesehen haben, ich habe so gezittert da oben, weil ich nichts gegessen habe, gefroren habe durch die Hinfahrt. Und ja, weil ich einfach so dürre geworden bin. Naja. So, dafür hat er natürlich ein East District T-Shirt bekommen, da machen wir gleich noch ein paar coole Fotos damit. Das hat der gute Herr sich einfach verdient, weil er schon langjährig, wollte ich schon sagen, aber viele Monate da hier dabei ist in der Community. Und jetzt fahren wir zur Mühle. Hier gibt es noch eine schöne Mühle, die gucken wir uns an und dann fahre ich mit
seiner Beta zum Schloss. Und schauen wir uns mal das Schlösschen an und gucken, was die süße Karte da vorne so drauf hat. Junge, hier ist die krasse Mühle. Jawoll. Oh, hier ist die Mühle. Krass. Da ist Chunks. Da ist Noah. Hallo. Jetzt machen wir hier ein fettes Bild. Guckt euch das mal an. Da ist die Kirche, wo wir waren. Junge, sieht das geil aus hier. Und da hinten ist irgendwo der Kyffhäuser. Hinter dem Berg. Beine sind zu lang. Ah ne, da hinten ist er. Ganz klein. Das seht ihr wahrscheinlich nicht. So, der Dorfhals hat jetzt seine Beta ein bisschen warm gefahren, damit wir jetzt die geile Karre testen können, Junge. Jawohl. Geil. Da ist sie, die Süße. So, meine lieben Freunde, wir fahren jetzt die Beta RR 50. Kubiker. 8,9 PS hat die Karre, meint Noah. Wir fahren jetzt mal zum Schloss mit der Maschine rüber. Chunks fährt mit meiner, filmt uns ein bisschen ab, dass wir ein paar Eindrücke draußen haben. Das ist wichtig und richtig, hat der gute Kollege gleich drauf gemacht. Und ja, ihr kennt das. Die Maschine wahrscheinlich aus Phoebe, Moji ihr Video. Da gab es natürlich einen entscheidenden Fehler, den die gemacht haben. Genau das, was ich hier mache. Sich zu verhaken, nein, Spaß. Ey Moji, wir aus Afford, wir zeigen dir jetzt mal, wie man eine Beta 50 RR richtig anmacht. Nämlich ankicken ohne Kupplung, Bro. Gut, bin ich mal gespannt, Jungs und Mädels. Wir haben hier wieder den Spiegel. Da ist der Chunks. Oh Digga, ich hab so Angst. Hoffentlich macht er kein Geige mit der Karre. Gut, dann starten wir mal rein hier. Alter. Das ist so unge... Also es kommt halt gar fast nichts. Okay, doch jetzt. Zu was hat Mochi gesagt? Oh mein Gott, das ist schon ein geiler Sound. Oh mein Gott. Diese Zweitakter. Na gut, jetzt hört es langsam auf. Na gut, 71 fahren wir. Wir gehen einen Gang runter. Jetzt, jawohl! Jawohl! Ist das geil! Ist das geil! Hier ist der Zweitakt-Sound! Gut, bremsen! Oh mein Gott! Oh, Alter. Nein, zieh! Zieh, Bruder! Jawoll! Ja. Yeah. Ja, macht Bock. Also, klar, ich verstehe, was Mochi meint mit dem Sound. Zwei Takte, das ist geil, aber ich glaube, Simpson Sound ist da schon ein bisschen besser, aber Bock macht ja auf jeden Fall. Also wenn man, wie gesagt, da hat Mochi recht, wenn du mit 15, 16 so eine Karre fahren darfst, ist das schon mega. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Okay, also nach links. Links hoch. Jawohl. Ja, mit 15, 16 so eine Maschine zu haben, ist schon mega geil. Also, das hat auch nicht jeder. Dann machst du auf jeden Fall wie jetzt hier die Nachbarschaft munter. Vor allem wenn du Volllast gibst, ne? Also klar, man merkt, da kommt halt nicht viel. Aber im Endeffekt, ihr wisst ja, 50 Kubik, okay. Da weiß man ja, was da rauskommt. So, jetzt fahren wir mal zum Schloss hoch. Jawohl! So, wo lang, Bruder? Ja, rechts hoch? Gut. Da ist das Schloss. Und hier vom Schloss führt ein Gang zur Kirche, wo wir vorhin waren. Jetzt verbindet sich das wieder. Oh, was kommt denn hier? Wo muss denn hier hoch? Oh, Eingang runter. Das schafft die Gute das nicht. Jawohl. Alter, hier ist das Märchenschloss. Okay. Wir chillen mal hier. Junge, warum sieht das? Das sieht ja richtig prinzessinmäßig märchenhaft aus. Bevor wir ins Schloss reingehen, das gehört natürlich auch mal zu einer Probefahrt dazu. Hier, zieh mal am Gas.
Noah zieht es am Gas, komm her. Jawohl. Geil. Ja, schönes Ding. Mega. Gut. Naja, dann rein ins Schloss. Nicht, dass wir hier noch die bösen Geister. So, wir sind jetzt am Schloss angelangt. Wie heißt das Schloss? Schloss? Beichling. Schloss Beichling. Ja. Ich bereite mir noch ein bisschen was vor und dann gehen wir es gleich rein. Und dann haben wir die zweite, nee, dritte Sehenswürdigkeit in dem Video sogar ab. Frühstück. Da stehen die zwei Süßen. Ach, das ist geil. Die große und die kleine. Beides haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, so eine kleine Supermoto ist einfach ein cooler Ersatz oder coole Alternative für eine Simson. Weil, wie teuer sind die jetzt so, die Betas? 7.000, 4.000 so. 4.000? Die neueren auf jeden Fall. 4.000 Euro? Ich glaube schon so. Ja, wenn du eine Sim ordentlich zusammenbastelst, bist du auch schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und manche stecken da ja noch mehr rein. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine geile Alternative, macht übel Bock. Aber wir hatten es ja schon mal in dem Video. Der Sound ist typisch Zweitakt. Und sonst geht es eigentlich gut ab, Alter, für 50 Kubik. Ja, wenn die Simme läuft, dann. Wenn die Simme läuft, dann kommt wieder der Simson. Simson ist natürlich hier das einzig wahre. Gut, dann gehen wir rein ins Schloss Beichling. Oh ja. Rein geht's. Hier guckt mal, das ist eigentlich voll untypisch in so einem Schloss. Ist hier so alte Anbauten drin, ne? Ja. Das war mal eine alte Schule. Und die ist jetzt auch nicht mehr aktiv und da übt jetzt die Feuerwehr drin. Mit verschiedenen Sachen, Türöffnungen, Menschenrettung, sowas. Ach, krass, denkt man nicht, was hier in so einem Schlossmauer versteckt ist. Nee. Hier steht da überall Abenteuerschloss dran. Anscheinend kannst du hier auch halt auch schlafen, Hotel, Hochzeit feiern und jetzt kommt ein Auto, muss aufpassen. Und wahrscheinlich hier irgend so einen Rundgang machen oder so. Was bedeutet ein Abenteuerschloss? Keine Ahnung. Halt viele alte Dinge und so. Also, da gibt es halt viel zu entdecken. Die haben wahrscheinlich wie so ein paar, ja, keine Ahnung, so eine so Station, wo du dir Sachen angucken kannst oder ein bisschen was mitspielen kannst oder sowas. Junge, hier ist auch richtig Siedlerturm. Da standen sie drinnen mit der Knipp. Ja, wie bei Siedler. Mit der Armbrust, Junge. Oh, hier geht's weiter. Okay, jetzt sieht es halt wirklich aus wie Schloss. Guckt euch mal diese riesigen Burgmauern an. Junge, jetzt haben die alles mit der Hand gemacht und mit Leitern. Junge, das sieht ja richtig fett aus hier. So, wie ihr gerade gesehen habt, wir verlassen jetzt das Schloss. Wir wollen jetzt noch den Sonnenuntergang mitnehmen. Oh, hier geht sogar das Licht an. Und ist schön, ne? Also wir fahren jetzt schnell rum, um den Sonnenuntergang noch zu ziehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir verlassen jetzt das Schloss Beichling. Bis gleich. So, Jungs und Mädels, das war das Video hier im Nordthüringen mit dem lieben Noah, dem Dorfheizer. Vielen, vielen lieben Dank, Noah, Digga, für die Einblicke, für die Kirche, für das Schloss. Damit und dass ich deine Beta fahren durfte, das natürlich gehört dazu, zum Motovloggen. War ein richtig geiler Tag. Schreibt gerne rein, ob ihr das so, diese Mischung, Kombination von Thüringen auf die Landkarte bringen, cooler findet, als einzeln rumzufahren. Wahrscheinlich ja. Ich fand's geil, ich fand's cool und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und eben war der Sonnenuntergang noch da. Geisteskrank, das ist die Belohnung für heute. Ride safe. Ciao, Noah. Danke dir, Bruder. One day it's a lonely road and I will never do. Do be a better place. And on it's on number one.